Hi Freaks, es geht los. Ich fahre jetzt los und deal den Hänger. Und nachher seht ihr den echten Rasenfreak, wenn wir denn losfahren, den Toro holen. Bleibt dran! Yeah. Hallo Rasenfreaks! Aller guten Dinge sind drei. Yes, ich fahre jetzt zum dritten Mal los. Jetzt hole ich noch schnell hier die Spannbänder wieder raus. So, Spannbänder. Mann ey, dreimal da jetzt hinfahren. Unglaublich. Handschuhe. Jetzt zeige ich euch mal den richtig geilen Anhänger, den ich hier bekommen habe. Hammer. Ist das ein Anhänger? Ein Riesenteil und das vom Nachbarn. Yes, Freaks, bleibt dran. Dritter Teil, mehr holen. Yes. Ja, ich habe mir also den Toro gekauft. Viele Zusprüche habe ich von euch bekommen. Das ist super cool und super nett gewesen. Ich freue mich schon auf die ersten Bastelaktionen, das Ding auseinanderzuschrauben, mal zu gucken, was ich da wirklich so reinstecken muss. Die Spindeln habe ich schon zu Hause gehabt, die habe ich schon mir sehr genau angeguckt. Gut, ich habe 2000 Euro dafür bezahlt, falls das einen interessiert. Das ist natürlich, ja, ist auch Geld. Dafür kann man auch viele andere schöne Sachen kaufen. Aber so ein ganzes Meer, der noch läuft, wo der Motor gut läuft, wo auch eine ganze Menge Technik dran ist, finde ich jetzt nicht so schlecht. Ich habe nochmal geguckt im Internet, was diese Dinger kosten. Mit ungefähr um die 2500 Betriebsstunden. Die günstigsten Mäher, also wirklich, fangen so bei 9000 Euro an. Weil die Maschine so beliebt ist, weil sie auch so robust ist und so gut mäht. Naja, schauen wir mal. Hey Freaks, da ist er, Baby! Da ist es! Ja! Da! Ah! Ja! Ja! Geh durch! Ich dreh durch! Naja, Freaks, das war Teil 3. Jetzt muss ich da ran. Es ist viel zu tun. Ihr werdet sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.